Kommt es auch in Deutschland zu einer Hyperinflation? Hören Sie, was der Finanzexperte Michael Mross dazu sagt. Droht eine Hyperinflation? Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so ganz sicher. Die Gründe erzähle ich euch gleich. Und ich sage euch auch, es sind nicht die Gründe, die ihr offiziell in den Medien lesen könnt, sondern es sind ganz andere. Einzelne Aktien an den Börsen haben sich halbiert oder sogar gedrittelt, insbesondere auch im Hightech-Bereich. Woran das liegt, das werde ich euch gleich erläutern. Aber erstmal einen kleinen Hinweis zu mir. Ihr habt ja sicherlich gemerkt, dass ich einige Zeit nicht mehr online war hier. Und ich war gesperrt. Ich kann zu den Hintergründen nun leider hier nichts großartig sagen. So gut, also wir haben uns geeinigt und es geht weiter, aber es ist natürlich auch irgendwo eine schwierige Geschichte. Deshalb habe ich den MM News Club gegründet. MM News Club, der Link ist gleich hier unter dem Tube. Der kostet allerdings monatlich 49 Euro und ihr bekommt dort das, was ich hier nicht sagen darf. Ihr bekommt Analysen, kostenlose Börsenbriefe, Probeabos. Ihr bekommt die besten Börsenprofis und die Finanzprominenten 1:1 in Live-Talks präsentiert. Also ihr bekommt einen richtigen Mehrwert und ihr unterstützt noch alternative Medien. Dort sage ich euch das, was ich hier vor der Kamera nicht sagen kann. Die Links sind gleich hier unten und heute um 17 Uhr haben wir da auch einen Live-Call, wo ihr mit dran teilnehmen könnt über Zoom, wo ich meine Sicht der Dinge vor Zuschauern darstellen werde und zwar ungeschminkt und auch Tachillesrede mit euch allen. Der Link zu diesem Live-Call ist ebenfalls hier gleich unter dem Tube. Das Ganze ist kostenlos, aber begrenzt und die MM News Club-Mitglieder haben natürlich Vorrang. Also schaut euch das Ganze mal an. Ich denke, das ist eine ganz gute Sache für uns beide. Und jetzt geht's weiter mit dem Hauptthema Inflation. Ich meine, wenn ihr in den Supermarkt geht oder an die Tankstelle kommt oder sonst irgendwo, Baustoffpreise, Zulieferer, Erzeugerpreise plus 30% konnte man lesen. Und ihr seht es ja auch am eigenen Geldbeutel. Und so schnell wird das meines Erachtens sich nicht beruhigen. Die Medien sind voll mit Ursachenforschung, aber das, woran es tatsächlich liegt, das verschweigen sie euch natürlich. Ich hatte bei CNBC, wo ich ja selbst mal gearbeitet hatte, eine Umfrage gesehen, wo den Leuten gesagt wurde, wo die Leute gefragt wurden, woher kommt denn nun die hohe Inflation? Liegt es an den Staatsausgaben? Liegt es an dem Ukraine-Konflikt? Liegt es an den Lieferketten? Und dann war noch irgendwas. Und da haben die Leute gesagt, ja, es liegt am Krieg und so weiter. Aber das ist nicht die Hauptursache. Die Hauptursache, liebe Leute, liegt in den Zentralbanken. Und darüber haben wir ja hier oft auch genug diskutiert und debattiert und warnend hingewiesen. Die Zentralbanken drucken Geld um die Wette. Und wir hatten das gerade zu Beginn der Corona-Krise gesehen. Da wurden ja kostenlose Schecks ausgeteilt, die bei den Zentralbanken sozusagen gedruckt wurden. Und so läuft das Geldsystem natürlich nicht. Wir haben bei der EZB beispielsweise innerhalb von 2 Jahren, und das zeige ich euch jetzt mal hier an diesem Chart, den ich jetzt einblende, haben wir die Bilanzsumme der EZB praktisch verdoppelt. Ihr seht ganz links, dass wir Anfang 2020 noch bei etwa 4,5 Billionen Euro waren, 4,5 Billionen. Und dann ging es eben mit fortschreitender Pandemie und den ganzen Lockdowns und dem ganzen Wahnsinn, der da gemacht wurde, immer weiter nach oben, sodass wir praktisch gegen Ende 21, Anfang 22 dann bei 9 Billionen Euro waren. 9 Billionen Euro. Ihr seht auch diese Kurve, wie die nach oben geht. Das ist ja geradezu erschreckend. Also mit anderen Worten, die Geldmenge hat sich verdoppelt. Die Geldmenge der EZB hat sich verdoppelt. Und was heißt das, wenn man mehr Geld druckt?
dass dann natürlich die Preise steigen. Und als wir noch im Januar dieses Jahres, also 2022, darüber gesprochen haben, ja, dass an der Preisfront ja noch gar nicht so viel los war, hat man sich gewundert. Aber die Insider haben schon mahnend den Finger erhoben und haben gesagt, das wird ganz böse enden. Und das Resultat haben wir jetzt. Es liegt eben nicht am Konflikt im Osten. Es liegt auch nicht an den Lieferketten. Ja, ein kleiner Teil vielleicht. Aber das Hauptargument und die Hauptursache für steigende Preise liegt darin, dass die Notenbanken, und zwar rund um den Globus, die Geldmenge quasi verdoppelt haben. Denn wir sprechen ja hier nicht nur von der EZB, die fast 5 Billionen Euro von 20 bis Ende 21 gedruckt hat, sondern auch von der Fed. Die hat nämlich 5 Billionen Dollar, also Billionen kann sich auch kaum noch jemand vorstellen, ne? Also das erinnert echt ein bisschen an. Die hat also auch nochmal 5 Billionen dazu gedruckt. Und dann kommt noch die Bank of Japan. Die hat auch 5 Billionen dazu gedruckt. Also Japaner und die Chinesen, die haben auch nochmal 5 Billionen dazu gedruckt. Also insgesamt hat sich die Geldmenge in den letzten 2 Jahren so roundabout um 20 Billionen Dollar, sagen wir jetzt mal, erhöht. Das Geld muss irgendwie hin. Jeder, der vom Geldsystem Ahnung hat, weiß, dass das in Inflation münden muss. Und vielleicht sogar eine Hyperinflation am Ende die Folge ist. Denn so schnell kriegt man das nicht mehr eingetötet oder begrenzt. Das Geldsystem hat eine eigene Dynamik. Und nochmal, wenn ich die Geldmenge verdopple, dann müssen auch die Preise sich verdoppeln. So einfach ist es. Da braucht man sich gar nicht zu wundern, dass hier monatlich neue Statistiken reinkommen, dass Erzeugerpreise, Baupreise oder whatsoever um 25% oder um 30% gestiegen sind. Das ist eine Funktion des Geldes und des Gelddruckens. Je mehr Geld da ist, je höher gehen die Preise. Das Nachsehen hat die Oma mit ihrem Sparbuch. Das Nachsehen hat jeder, der sich dagegen nicht schützen kann. Denn so schnell, und das ist die arbeitende Masse natürlich, so schnell gibt es gar keine Lohnerhöhung und so weiter. Also mit einem Wort, also Inflation ist das, was Menschen, wo sich die meisten Menschen nicht gegen wehren können und das eigentlich ein Enteignungsinstrument ist. Das, was die Notenbanken vorne reinkippen, nehmen sie der Oma hinten wieder weg und ihr merkt es erst in 10 Jahren. Nochmal zum Vergleich, also wenn wir hier eine Preissteigerungsrate von offiziell 8,5 oder 8% haben, da kann man ja locker davon ausgehen, dass es mindestens 10 sind. Gehen wir also von 10% aus. Das heißt also, dass sich das Geld in 10 Jahren um ca. 60-70% entwertet hat. Die Kaufkraft hat sich dann praktisch gedrittelt. Gedrittelt. Das merkt man nicht sofort, das merkt man erst in 10 Jahren. Deshalb ist es ziemlich wichtig, dass man diese Rechnung mal aufmacht. Und das ist eben die Frechheit von den Notenbanken. Sie versuchen, die Fehler der Politik sozusagen mit Geld wegzudrucken. Das geht aber nicht. Das wäre ja lustig, wenn das so funktionierte. Denn die Zeche zahlt irgendjemand am Ende. Und das sind die Unerfahrenen, das sind die finanziellen Analphabeten, das sind diejenigen, die ihr Geld bei der Sparkasse haben oder irgendwo in Anleihen und so weiter. Das kann man alles vergessen. Das ist ein Entwertungsmechanismus, ein Enteignungsmechanismus, den die meisten Menschen gar nicht kapieren. Weil sie finanzielle Analphabeten sind, und ich habe es ja in einigen anderen Videos auch schon mal gesagt, das einzige Ziel der Notenbank ist gar nicht Preisstabilität. Das Ziel der Notenbanken ist, das Geld zu entwerten, weil Staaten immer mehr Schulden machen und diese Schulden müssen einfach weniger wert werden. Also druckt man mehr Geld und geht in die Richtung Inflation und versucht damit praktisch diese Schulden des Staates zu entwerten und ihn damit reicher zu machen. Dann ist derjenige, der ihm das Geld gegeben hat, der hat das Problem. Und derjenige, der das Geld hat oder die Schulden hat, der hat dann den Vorteil. So einfach ist es. Nun versuchen die Notenbanken natürlich gegenzusteuern, wie es so schön heißt, die EZB etwas weniger, die Fed angeblich etwas mehr, die will also Tapering machen und 95 Milliarden Dollar pro Monat jetzt aus dem System rausholen. Sie will die Zinsen erhöhen. Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Wir sehen es ja schon an den Börsen. Die scheppern nämlich nicht wegen Ukraine und so weiter, sondern eben wegen höherer Zinsen. Die meisten Unternehmen sind nun mal verschuldet und wenn sich die Schulden erhöhen, müssen sie mehr Geld zahlen. Das trifft insbesondere auch den Hightech-Bereich. Also wenn wir uns den Netflix angucken, die ja nun wirklich regelrecht zertrümmert wurde,
oder auch einige andere Aktien. Das sind eben die Folgen der Zinserhöhung und dessen, was die Notenbanken machen wollen oder machen müssen. Aber ich prognostiziere, sie kommen da gar nicht mehr raus. Sie können die Zinsen gar nicht erhöhen. Sie tun natürlich so und es wird versucht, es zu tun. Aber die Weltschuldenmenge, die ich mittlerweile auf 300 Billionen US-Dollar berechne, also vor ein paar Monaten waren wir noch so bei 270 Billionen, da kann man keine höheren Zinsen draufhauen, denn dann sind ja die Staaten pleite oder der Schuldner kann die Zinsen nicht mehr zahlen. Das Ganze ist also einfach nur ein billiges Theater der Notenbanken und führt à la longue dann doch noch zu steigenden Inflationspreisen, Raten und natürlich am Ende dann auch zu Hyperinflation. Denn das ist ja sowas Ähnliches wie Weimar auch. Da haben die Notenbanken auch Geld gedruckt, um bestimmte Erleichterungen herzustellen für das deutsche Volk damals. Und das Resultat war, dass sie die Inflation nicht mehr eingefangen bekommen haben. Und das befürchte ich eben auch in den westlichen Industrienationen. Und wenn das dann irgendwann mal richtig losgeht, dann heißt das ja, es waren die Lieferketten oder es war der Krieg oder es war irgendwas. Also da müsst ihr euch auf einiges gefasst machen. Das Beste ist, ihr lebt ein schönes Leben, gebt euer Geld aus, solange ihr noch was dafür kriegt oder investiert es. Meines Erachtens auch an der Börse, denn dort gibt es immer einige Einstiegsmöglichkeiten, auch Dividendentitel und so weiter. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen gefallen. Bitte unterstützen Sie unseren Kanal hier bei YouTube, indem Sie dieses Video liken. Wir veröffentlichen täglich einen neuen Beitrag. Abonnieren Sie daher unbedingt unseren Kanal und betätigen Sie auch die Glocke, um keinen neuen Beitrag zu verpassen. Ihr Team von Finanztalk TV.